So, jetzt zeigen wir euch ein paar Basics vom Boden, wie man am besten Fallen üben kann für Anfänger. Kommst du bitte? Ja. Machen wir es so. Kriegst du dich rum? Ja. Ja, müsst ihr natürlich schauen, dass die Wand nicht so nah ist, dass der sich dann den Kopf anschlägt. Der Schüler soll gerade runtergehen und sich auf den Hintern setzen. Das heißt, erstmal hinsetzen wie auf dem Stuhl, kleiner Hocker, und dann übt er selber erstmal langsam nach hinten gehen, Kopf ranziehen, genau, und wieder nach oben. Da ist nicht viel Platz hinten, ne? Nee. Ja, bis geht es? Ja, locker. Okay, und von hier runter, ganz gerade, das kennt ihr vielleicht von kleinen Kindern, wie die sich auf die Windel hocken, ja, und dann langsam nach runter gehen, Kopf ranziehen, genau. Und das üben wir immer wieder, bis er eben von hier oben geschubst werden kann, ja. Bis ich lerne, wenn ich ihn hier schubst, dass er runter geht, Kopf ranziehen und wieder nach oben. Das ist so die Basis fürs Fallen. Dann auch irgendwann seitlich oder nach vorne. Ja, wenn zum Beispiel nach vorne fällt, geht er auch runter. Und dann auf die Hände langsam einfach fallen und wieder nach oben. Ja, normalerweise gehen wir ein bisschen rüber. Sieht man dich jetzt komplett? Ja. Normalerweise ist es so, dass man dann auch sehr schnell wegrennen soll, den Raum verlassen oder den Ort. Da ich ja von jemandem Boden geschmissen worden bin oder getreten und dann wieder hochgehe, soll ich möglichst schnell mich distanzieren. Okay, dann kommen wir weiter zum Bodenkampf.